Ja, herzlich willkommen hier bei Jaskiat. Mein Name ist Jacek und heute zeichnen wir diese zwei Figuren, beziehungsweise ich zeige euch, wie ich den Aufbau mache. Ich arbeite heute mit zwei Stiften und zwar ist das ein ganz normaler Kugelschreiber, ein schwarzer Kugelschreiber, mit dem mache ich die leichte Vorzeichnung, ohne zu korrigieren. Und der zweite Stift ist so ein Fineliner, der ist einfach nur schwarz, den kann ich auch nicht im Druck variieren. Das wird dann der zweite Aufbau auf dem Skelett sein, sage ich mal. Ja, und diese zwei Figuren sind eine Fotografie aus dem Hero Fest in Bern. Die Cosplayer hier haben fantastische Kostüme abgeliefert. Ich beginne mit dem Samurai, mit dem Techno-Samurai und zwar mit dem Oberkörper. Da kann man sehen, wie die Figur schon mal steht. Also wir haben hier, ich übertreibe ein bisschen die Bewegungen. Ist noch wichtig, dass die Zeichnung ein bisschen Leben bekommt. Auch hier. Jetzt, genau, der Oberkörper. Also ich mache mal so. Das ist dann die Mitte und das Becken hier. Dann haben wir schon mal das Bein, das Knie. So, dann steht mal schon hier mal die Figur. Und dann sehen wir hier genau, die Figur geht ja ungefähr so. Die geht ja in die Flucht ist irgendwo da. Und dann hier der Kopf. Dann haben wir natürlich dann hier die Schultern. Alles in der Perspektive halten. Der Arm geht nach oben, so. Da ist die Faust. Die könnte ich auch jetzt ein bisschen übertreiben, wenn ich wollte. Genau, hier nochmals die Faust. So, dann das Schwert, das gehalten wird. Und traut euch zu, wirklich nicht so zu zeichnen, nicht zu schraffieren, sondern wirklich ja, mutige, lange, bewusste Striche zu setzen. Ich zeichne ein bisschen von unten die Sicht des Kopfes. Auf dem Foto ist es ziemlich gerade, aber ich mache ihn extra hier ein bisschen von unten, damit die Dramaturgie noch ein bisschen mitspielt. Und hier hätte er diese Axt. So, und jetzt kommt die rechte Figur dran. Und da haben wir auch das Spiel. Also der Kopf ist etwa auf Schulterhöhe, kann man sagen. Kann ich so machen. Und auch hier ganz klar. Der Torso, der sich da seitlich bewegt. Ich mache jetzt so, das ist ein Ballon, das macht es einfacher. Und dann kann ich die Mitte des Torsos anzeichnen. Und vielleicht hier, da wären zum Beispiel die Rippen und hier die Schultern. Und da oben alles in der Perspektive wieder. Und hier der Arm. So, sieht man das noch in der Zeichnung? Ja, die Aufnahme nimmt es noch mit. Das ist gut. Okay. Wie sie den Schild hält, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, so vielleicht irgendwie. Ist auch egal. Wir sehen ja nur dann den Schild. Und der ist etwa hier auch auf Augenhöhe. Der geht dann runter. Da ist die Mitte des Schildes. Zack. Nach oben. Ungefähr so. Das andere machen wir dann später. Und dann kommt hier das Becken. Das sehen wir nicht so. Darum können wir hier so einen dicken Gürtel zeichnen, ungefähr. Dann wissen wir, okay, da ist das Becken ungefähr hier. So, und dann kommt hier das Knie raus, genau. Der Unterschenkel, hier haben wir hier. Und auch hier das Ganze, also auch hier, das haben wir diese Perspektive in der gesamten Figur. Also, ja. Und die Bewegung ist natürlich so in einem Strich. Das ist auch noch wichtig, dass wir diese dabei behalten. Das gibt uns auch eine grobe Übersicht über die ganze Aufteilung, über die Gewichtsverteilung. Da noch ein bisschen den Torso fixieren, wo die Brust ist, wo der Bauch anfängt, so ungefähr. Und genau. Wichtig ist hier, dass die Schulter effektiv herausschaut. Die ist ja sehr dominant. Und es gibt ja auch diese Bewegung, diese zurückhaltende, diese Angriffsbewegung, die sie da drauf hat, finde ich sehr cool. So, jetzt haben wir das größte Gerüst. Hier noch den Gürtel reinzeichnen. Dann hätten wir den schon. Da kann man auch die Schultern ein bisschen betonen. Ich mache die Arme jetzt ein bisschen länger. Die sind mir ein bisschen zu kurz geraten hier. Kann man alles machen. So eine Zeichnung kann man mit Bleistift vorzeichnen und mit Kohle. Ich mache das, damit das nicht verschmiert mit dem Biro hier. Und mit Kohle könnt ihr das Ganze dann wegwischen, mit Bleistift auch, da das wegrubbeln am Schluss, wenn ihr das möchtet. Auf jeden Fall, es geht hier nur um den Aufbau.
Und ja, jetzt haben wir diese Figur hier, da ist noch der Mantel auf dieser rechten Seite, der doch runterlampt. Der ist ziemlich lang, der geht ungefähr hier, auch da mit der Perspektive, das Ganze. So. Und hier haben wir das Knie, das rechte Knie, das linke in der Perspektive. Da kann ich schauen, okay, wie lang ist jetzt der Unterschenkel, wo fangen die Boots an. Aber ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen mit dieser Vorzeichnung. Das mache ich dann mit dem anderen Stift. Und das sollte hier so reichen. Genau, den Helm nicht vergessen, dass der wirklich breiter wird. Da ist noch was, da ist noch was. So, einfach nur andeuten. Ich werde bei ihr noch ein bisschen die Rüstung da modellieren. Damit das, wir sehen hier auch an der Rüstung in der Mitte, ist wunderbar mit so Cosplayer, also mit diesen Rüstungen. Da sieht man, wo die Mitte ist. Auch mit diesen Schichten, wie sie die Bewegung betonen. Da kann man sich daran orientieren, wie viel es braucht oder wie groß die sind. Also das ist wirklich sehr, ein sehr dankbares Motiv. Auf den ersten Blick wirkt es vielleicht ein bisschen groß, ein bisschen kompliziert, komplex. Ist es aber nicht, wenn man dann wirklich sich die Zeit lässt und das genau anschaut, dann ist es eigentlich sehr ein dankbares Motiv, wo man sich Stück für Stück daran orientieren kann. Ein dankbares Motiv für eine Studie, für eine Stoffstudie, weil ja, so Stoffe sieht man ja nicht öfters. Meistens haben die Leute ja noch Jacken an oder T-Shirts und das ist eine gute Vorlage für Faltenwurf. Ja, ich denke mal, soweit okay. Noch bei ihm hier diesen Unterschutz, dieses Schild da, den Gürtel ungefähr so, der Bauch, da sehen wir, wo die Brustplatte aufhört. Auch hier sehr dankbar bei den Bauchmuskeln, beim Bauchschutz sehen wir diese drei Platten und hier die Brustplatte, also wirklich sehr dankbares Motiv, dass man da nachzeichnen kann. So, ich denke mal, die Zeichnung steht. Jetzt schalte ich mal um zum Fineliner, aber ich versuche auch hier sportlich zu bleiben, schnell zu bleiben, nur das Wichtigste zu skizzieren. Und hier ist wichtig, dass wir hier mit den Formen mitgehen bei der Schattierung. Also dass wir nicht alles so schattieren, kreuzschraffieren oder von links nach oben oder von rechts nach unten, egal wie, sondern dass wir wirklich da mit den Formen gehen und diese mitnehmen, vielleicht sogar ein bisschen Struktur mitnehmen und schauen, wie sich das überhaupt, wie sich der Stoff bewegt, dass wir da ja, die Bewegung und die Struktur des Stoffes, der Materialien ein bisschen mitbetonen, weil wir haben ja nicht die Möglichkeit für Graustufen, für diese Abstufung. Wir haben ja nur Schwarz-Weiß-Linien zur Verfügung. Darum ist das die effektivste Methode, dem Ganzen noch ein bisschen Plastizität zu verleihen und das Ganze noch ein bisschen haptischer zu machen, die Zeichnung. So, jetzt haben wir eine gute Vorlage. Und da kann man dann wirklich spielen und auch hier mit den Formen, die müssen ja nicht genau 1 zu 1 sein. Wichtig ist hier, dass ihr mutig im Strich seid, also nicht irgendwie, wie gesagt, so diese sucht, sondern ja, setzt mal, schaut euch an, wo was beginnt, wo was endet und setzt den Strich dementsprechend selbstbewusst hin. Wenn es ein Fehler war, dann habt ihr einen guten Anhaltspunkt, wo es dann beim nächsten Strich besser werden soll. Also auch da keine Angst. Es gibt keine Fälle, es gibt nur neue Erkenntnisse. Und wie gesagt, wir haben eine gute Vorzeichnung und können uns mehr oder weniger schon mal nur auf die Details konzentrieren. Wo was ist, das haben wir ja hier schon. Vielleicht hat man am Anfang ein bisschen Bammel oder möchte alles richtig und korrekt machen. Aber ich sage, pfeif drauf, mach einfach. Es gibt so viel Papier, das Papier geht euch nicht aus, zeichnet drauf weiter. Wichtig ist, dass einfach ja, zeichnet, zeichnet, zeichnet. Im Endeffekt wird das Ganze in sich schon irgendwie stimmig sein und bei der nächsten Zeichnung wird es dann nochmals besser und so weiter. Auf jeden Fall stresst euch da nicht und ja, habt Spaß, das ist wichtig.
Genau, also die Vorzeichnung steht. Jetzt sind wir da beim Gürtel. Auch hier eine bewusste Linie ziehen. Da kann man irgendwie den Verschluss setzen. Und auch hier bleibt nicht allzu sehr bei den Details, egal. Es darf nur angedeutet sein. Man muss nur erkennen, ah, das ist ein Gürtel, der hat Schnallen und der liegt eng an und fertig. Und das genügt schon. Die Betrachter, die sehen nicht alles, die schauen nur auf das Gesamtergebnis, auf ob die Figur überzeugend ist, ob sie gefährlich ist, ob sie spannend ist. Das ist viel wichtiger als irgendwelche Details. Das wäre dann wichtig, wenn ihr irgendwie ja, für die Game-Industrie arbeitet oder für eine Kostümvorlage erstellen müsst, dann ist es wichtig, dass die Details stimmen. Aber hier für eine Freizeichnung ist das wirklich eher egal. Es ist wichtig, dass hier die Anmutung der Figur gut rüberkommt. Und hier auch, da hat er irgendwas am Arm, irgendwann eine kleine Schnalle. Und da habe ich gemerkt, okay, der Arm ist ein bisschen zu dünn geraten. Aber auch hier kann man gut sehen, wie die Falten sich legen. Muss da nicht genau sein. Wichtig sind hier mehr oder weniger die Proportionen und ganz wichtig noch, fast wichtiger, die Bewegung. Und auch wenn die Figur vielleicht so nicht stimmt, könnt ihr sehr viel mit der Schattierung herausholen, mit der Linienführung, wie denn das Ganze wirkt. Und ein Foto, eine Vorlage ist ja sehr geduldig. So, das Schwert hier. Auch hier, zack, macht einfach den Strich, wenn der nicht stimmt, egal. Wichtig ist, dass der dynamisch herkommt, rauskommt und dass das cool aussieht. Jetzt hier der Vorhang, also der Umhang. Der kann auch in einem Strich gesetzt werden. Und hier ein Beispiel, die Rüstung, die werde ich, wie gesagt, mit der Bewegung zeichnen. Den Stoff wie entgegengesetzt, also da kann ich dann jetzt, wenn hier die Schatten sind, dann mache ich die entgegengesetzt, horizontal, dass das ein bisschen so ja, stoffiger wirkt, ganz kurz. Und dann können wir auch hier den Gegensatz schön beibehalten zu der glatten Rüstung und zum Stoffumhang. So, jetzt mal, um bei den wichtigsten Sachen zu bleiben, die Rüstung hier. So, die Platten kann man hier, die haben wir ja schon vorgezeichnet. Da ist es nur wichtig zu wissen, okay, hier haben wir auch noch die Serratusmuskeln auf der Seite, und die Abdeckungen dafür, die seitlichen Bauchmuskeln. Und da hat er noch was unten, irgendeine Platte. Also die Cosplayer wirklich, die haben da tolle Arbeit geleistet. Wenn das Gesamtbild steht, sich immer wie mehr zu den Details hinzubewegen, von groß ins kleine. Also dann nicht mit dem Auge anfangen, nicht von links nach rechts, mit dem Auge anfangen, dann bis zum Fuß runter. Ich verstehe das nicht, wenn Leute das machen. Es sei denn, du hast eine gute Vorzeichnung, dann ist es okay. Aber für eine freie Zeichnung, das nimmt einen auch den Spaß, irgendwie sich am Gesamtbild hier auszutoben. Macht ja auch Spaß. Okay, der Gürtel hier, der ist da ziemlich schwarz in der Mitte. Und wie gesagt, wirklich locker bleiben, einfach bleiben. Das ist wirklich nur eine Studie. So ein bisschen, genau. So. Und hier fällt der Stoff, genau. Hier ist die Schulter. Der hat nicht so eine dynamische, nicht so eine dicke Schulter hier. Keine Schulterplatten drunter. Da ist noch etwas. Eine Rüstung, die da hervorlugt. Okay. Und hier der Faltenwurf gibt auch die. Betont wunderbar die Dynamik der Handbewegung nach oben. Und auch hier können wir mit der Neigung, also mit der Rundung hier, deutlich zeigen, wie sich die Hand ein bisschen nach vorne beugt. Also nicht gerade setzen, sondern wirklich dann mit der Bewegung gehen und einfach die Bewegung zeigen. Und dann hat man eigentlich schon die Hand hier für sich gewonnen. Beziehungsweise die Bewegung überzeugend dargestellt. Und auch hier kann ich jetzt mal diese Schatten setzen, damit das wirklich dann diese Dynamik noch ein bisschen unterstützt. So, das genügt schon. Und dann mache ich hier die Faust. Ist auch wunderbar.
So. Ist auch noch gut, wenn die Handschuhe schwarz sind, da kann man viel im Schatten verstecken und wirklich nur die Lichtstellen freilassen. So. Und die Faust wirkt so, also die Hand wirkt dann so, ja, ziemlich schnell überzeugend und richtig. Und schon gehen wir weiter. Wir halten uns da nicht mit Details auf. Genau, weiter hier mit dem Gürtel. Jetzt kommt die Platte unten. Die haben wir schon vorgezeichnet, das ist wunderbar. Hier haben wir die Axt. Die mache ich dann so. Ob die jetzt da über den Stoff drüber geht und ob der Stoff da in die Zeichnung reinkommt, ist auch völlig egal, weil wir können das ja, ich könnte auch drüber zeichnen, spielt keine Rolle. Es ist ja eine skizzenhafte Darstellung. Wichtig ist, dass sie lebendig daherkommt, dass sie spannend anzuschauen ist. Und ja, für euch selber hoffe ich da, die Lust bleibt, das gesamt zu machen. Also euch da nicht zu einschränken, ah, da darf ich nicht drüber zeichnen, ah, da muss ich dann schauen. Egal, macht wie es für eure Hand am besten ist und für eure Stimmung und ja, für euren Fun vor allem. Die Freude daran ist das Wichtigste. So, genau, und das hier. Und weil alles so ziemlich schwarz ist, müssen wir hier aufpassen mit den Füßen, mit dieser Verkleidung hier, dass nicht alles zugemauert wird mit schwarzen Strichen und Schatten. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier genug Differenz zeigen, wo was ist. Darum werde ich mit so Outlines, mit leeren Flächen arbeiten, wo eigentlich Schatten sein müsste, also wo eigentlich schwarz sein müsste. Das lasse ich dann aber ziemlich weiß. Das gibt auch ein bisschen noch eine spezielle optische, ein optisches Schmankerl. Und das wird dann im Auge des Betrachters dann fertiggestellt. Also man muss wirklich nicht alles zeigen, man muss auch nicht alles zeichnen. Viel wird ja im Kopf dann fertig ergänzt. Und wir kennen ja das ja von abstrakten, von reduzierten Zeichnungen, wo effektiv, es braucht ja nur zwei Punkte, einen Strich und schon ist es ein Gesicht. Kommt darauf an, wie man dann die Punkte setzt und den Strich, ob sie nach unten, nach oben gehen, dann ist es ein erstauntes Gesicht oder ein hässiges Gesicht und schon haben wir das Gefühl rübergebracht. Also auch hier wirklich, vertraut nicht zu sehr auf die Details und vertraut mehr auf die Fähigkeiten der Betrachtenden, die das Ganze wirklich dann verstehen und auch das sehen, was sie sehen sollen oder sehen wollen. Und ihr spart euch auch so die Zeit, um wirklich alles fix und fertig auszuzeichnen und verhindert so, dass die Zeichnung auch tot gezeichnet wird und das ganze Lebendige daran verliert. So, jetzt hier, genau bei den Beinen hier unten, da bleibe ich wirklich sehr, sehr rudimentär. Weil ihr seht hier, das Ganze hier, das ist wie ein schwarzer Brei, das verwischt sich. Was herauskommt, ist sein linkes Bein, beziehungsweise hier das rechte Bein jetzt von uns aus gesehen. Das werde ich dann auch ein bisschen betonen jetzt in den Details. So, das ist sein Panzer, den er da hat auf der Seite. Und hier kommt der Stoff rüber. Auch hier wunderbar dieser Faltenwurf. Ich mag den Stoff sehr gern, der ist so schwer und dick. Ist nicht so ein glänzender, leichter Stoff, sondern man fühlt wirklich diese Schwere. Okay, da fuselt es ein bisschen hin. Da macht es so. Also auch hier nicht wichtig, das zerfetzt hier. Genau. Lumpter runter, also seid hier frei.
beim Stoff ist ja wichtig, vor allem wenn er frei fällt, da kann man relativ frei sein. Wenn er mit der Bewegung mitgeht, wie jetzt hier beim Arm, muss man da schon eher richtiger zeichnen, damit die Bewegung auch glaubwürdiger erscheint, damit der Körper besser lesbar ist. Aber ansonsten, ob jetzt der Schatten hier steht oder hier steht, ist eigentlich völlig wurscht. Und da kann ich dann wirklich frei sein. Wichtig ist hier, dass man sieht, es ist relativ dicker Stoff, es ist relativ viel Stoff, das darunter hängt. So, kann ich das noch machen, ein bisschen hier betonen. So ein bisschen, egal, genau. Wichtig ist hier, dass wir das Bein richtig fangen. Jetzt, der hat so dicke Stiefel an. Das Schienbein, genau, hat so Platten als Stiefel, ist auch noch gut. Da hat es noch irgendwie Struktur drin vom Stoff oder von der Verkleidung, von der Rüstung, weiß ich nicht. Da kommt noch was Blaues heraus. Auf jeden Fall, hier können wir ein bisschen Spiel reinbringen. Detailverliebtheit von mir aus. So, der Stoff hier, da kann sich das Auge ein bisschen drin verlieren. Hier können wir noch die Platten ein bisschen betonen und schönen Gegensatz setzen zu zum Wirrwarrstoff. Genau, wir können auch noch die Axt ein bisschen betonen, die Rundung hier. Ist auch noch schön, weil alles fällt ja so runter und das ist so ein Detail, wo ein bisschen herausbricht aus dem Ganzen. So. Wie gesagt, haltet euch nicht mit Details auf, das ist wirklich egal. So, dann haben wir hier die Platten, da kann man von mir aus noch die Knöpfe zeigen und einfach die Verankerungen. Das macht es auch noch ein bisschen spannender. Und genau, jetzt haben wir hier das ganze schwarze Gedöns hinten. Und ich denke mal, ich werde das Ganze in einer einfachen Straffur verstecken. Nur ich werde das hier sein lassen, diesen hellen Stiefel, diese Stelle am Stiefel, die relativ hell ist. Und dann kann man hier noch den Fuß noch betonen. Den sieht man auch noch ziemlich genau. Genau. Und bei den Füßen, also bei den Schuhen, kann ziemlich viel Authentizität, also ein bisschen Glaubwürdigkeit verloren gehen, wenn man die nicht ganz richtig, sage ich mal, zeichnet oder wenn man nicht in der Perspektive das Ganze zeichnet oder wenn man die Größe vielleicht nicht hinbekommt, dann kann es oft an den Füßen, dann fällt es oft an den Füßen auf, es sei denn, man betont sie dementsprechend, man macht sie extra größer oder extra kleiner. Und Füße sind wie Hände, sie sind ziemlich aussagekräftig. Das Gesicht ist das Erste, dann kommen die Hände und dann kommen die Füße und dann der Rest, die Bewegung im Gesamtkörper. Also die sind wirklich wichtig, die Füße und jetzt hier die Boots, also seine Stellung. Und so, jetzt werde ich mal das Ganze mal in so eine grobe Struktur reinhauen. Und da kann ich noch ein bisschen am Rand noch ein bisschen Details zeichnen. Auch hier einen Gegensatz schaffen zum allgemeinen Platz mit kleinen Details hier. Vielleicht noch beim Schuh ein bisschen Schatten setzen. Das Auge soll sich ja wie eine Landschaft orientieren können. Von detailreich zu Allgemeinplatz, wieder zu detailreich, zum Allgemeinplatz und so weiter. Es soll so ein Rhythmus entstehen in der Zeichnung. Also nicht alles ein Grundrauschen, wo dann einfach langweilig ist, sondern wirklich hier mit den Strukturen, mit den Strichen Spannung schaffen und Abwechslung schaffen, ist noch ganz wichtig. Jetzt gehen wir zu der Kriegerin auf der rechten Seite und ja, hier fange ich mal an mit dem Kopftuch.
weil hier bei ihr sieht man das Gesicht, das ist ziemlich wichtig. Und das ist so das Erste, wo man bei Menschen hinschaut, aufs Gesicht. Und erst dann folgt dann der Rest, auch wenn das unbewusst passiert, ist es so. Und im Ausdruck des Gesichtes stellen wir mal die Art der Figur fest, wie sie sich fühlt, was sie durchmacht und was ihre vielleicht Ambitionen sind. Darum fange ich jetzt mal beim Gesicht an. Da haben wir die Schulterplatten, die sind auch ziemlich wichtig für die Allgemeinwirkung der Figur. Und auch hier haben wir schon mal eine gute Vorlage, wie die eigentlich kommen sollen. Mit dem Glanz tun wir uns da mal noch nicht beschäftigen, einfach mal nur die Grundstruktur. So. Auch hier gehe ich mit der Form, die Brustplatte hier. Genau, da hat sie noch einen Schnitt hinten. Da kann ein bisschen so, ein bisschen faken, dass man sieht, okay, da ist was zusammengenäht, sorry. Gehen wir schon zum Gesicht. Dann die Haare. Ich übertreibe das ein bisschen hier, weil in der Zeichnung ist das erlaubt. Da kann man da wirklich frei sein. Und ich werde das Gesicht ein bisschen kleiner zeichnen. So, wunderbar, das genügt schon. Da vielleicht noch ein bisschen Detail, damit das Auge was zum Gucken hat, zum Verweilen hat. Und wir den Schild auch ein bisschen die Struktur geben, die er haben sollte. Hier vielleicht so Lötstellen, was auch immer. Ein bisschen Dirt. So. Okay, that's it. Die Haare, die das hier betonen. Da kann man auch wunderbar mit den Haaren schaffen, arbeiten. Auch hier mit den Formen, mit dem Haar. Mit dem Fallen der Haare sieht man bei ihr leider nicht so viel. Ansonsten, also die Figur hatte schon eine Perücke natürlich, eine tolle wallende Perücke. So, das genügt, sonst mache ich da zu viel. Ich setze noch ein bisschen Farbe hier. Sie hat da sehr helle Haare und das Kopftuch ist dunkel, damit man auch da der Kopf, damit das Gesicht ein bisschen hervorkommt und mehr deutlicher wird. So, jetzt habe ich hier die Schulter ein bisschen zu hoch gezeichnet und aber das macht nichts. Das ist ja ein bisschen die bewusste Überbetonung. So, jetzt haben wir hier die zwei Platten am Ellbogen. Da können wir schon mal den Schatten setzen und hier den Faltenwurf. Auch hier könnt ihr da relativ frei sein. Wichtig ist, dass der mit der Bewegung mitgeht, dass die Neigung des Armes da sichtbar wird. Und mit dem Faltenwurf ist auch die Schwere und die Struktur des Stoffes erkennbar. Ist das ein leichter Stoff? Ist das ein dicker Stoff? Ist er glänzend oder wie auch immer? Da sieht man dann am Faltenwurf effektiv. Wenn das jetzt ein dicker Cord wäre, würde sich ganz anders fallen als jetzt dieser Stoff hier. Ja, und dann haben wir schon mal den Unterarm, die Unterarmrüstung. Da hat sie auch noch irgendwelche. Ah ja, genau, das ist das Zusammengefasste. Da kann man auch ein bisschen zeichnen. Und dann die Hand. Die mache ich dann aber später. Ich möchte jetzt mal beim Körper weitermachen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Detailarbeit vor uns mit diesen ganzen Platten hier. Ich mache jetzt nicht den Doktor, sondern ich werde sie nur allgemein festhalten. Eins, zwei, drei, vier.
5, 6 Platten, ungefähr so. Dann haben wir hier den Gürtel, der das Ganze festhält, der Lederriemen, auch hier. Kann man auch von mir aus ein bisschen schwärzer zeichnen. Okay, wunderbar. So, jetzt haben wir das Kettenhemd hier, das hier runter lookt. Und das geht ja hier direkt mit der Rüstung zusammen. Da würde ich auch die Bewegung mitnehmen des Kettenhemdes. Das hat ja auch einen Faltenwurf hier, ganz, ganz wenigen, also ganz, ganz leichten. Da kann man dann später, ich mache nur die Anspielungen des Kettenhemdes, dass man da nicht alles zeichnen muss. So, vielleicht hier noch ein paar Ketten, die da lose raushängen, aber that's it fürs Erste. Und hier noch vielleicht die Rüstungsplatten ein bisschen betonen, dass die da rausschauen. So, dann noch die Brust hier, genau. Und hier ein bisschen noch die Bewegung reinbringen, so. Das ist ja weicher Stoff. Genau, und da unten wird das alles dunkel. Und hier haben wir schon den Umhang hinten. So, genau hier fällt er auf dieser Seite runter. Und auch hier sehen wir schön so, da ist er nicht gebügelt, beziehungsweise hat noch Knitterfalten drin. Da sehen wir, dass er auch leichter ist, der Umhang, der Stoff. Wäre aber zu viel, das hier noch reinzuzeichnen. Für diese Zeichnung ist es eigentlich nicht mehr nötig. Okay. Und weiter geht's hier mit dem rechten Bein. Auch hier haben wir die gute Vorzeichnung. Wir sehen schon mal alles, wo was ist. Wichtig ist hier, dass wir auch hier mit dem Stoff mitgehen, dass hier die Falten sichtbar sind und dass sie sich am Körper orientieren. Das Bein können wir hier schön outlinen, zeichnen. Da ist der Unterschenkel dann deutlich sichtbar. Und ja, wir können auch hier spannende Akzente setzen mit dem Schatten. Auf dem Bein. Und hier schauen wir mal, dass hier dunkel ist und dann langsam heller wird. Und da können wir hier die deutlichen Schatten setzen. Auch hier mit der Bewegung weitergehen. Und hier macht das extra ziemlich dunkel und ich gehe nicht mit der Bewegung, weil das ist der Schatten der Rüstung, der sich da darüber legt. Und ich betone nur die Schatten, die dann wirklich aus sich selber den Schatten werfen. Die betone ich dann in der Bewegung selber. Ansonsten bleibe ich wirklich da ziemlich grob, ziemlich universal in der Schattengebung. So, jetzt sehen wir hier schon, der Stoff hört hier auf. Und das ist so schön, sie hat diese drei Ecke da unten. Die können wir auch noch zeichnen. 1, 2, ein bisschen kleiner wird es. So, ein bisschen zerzaust. Und da hat sie noch irgendwie Punkte. Genau. Da können wir auch ein bisschen den Schatten damit langsam nach unten ziehen. Wir sehen, dass das ein bisschen weiter unten ist der Stoff als das Bein hier, dass das Ganze ein bisschen so, ja, sich nicht so in den Vordergrund drängt. Und hier kommen nun die Boots. Die
Die sind ziemlich einfach, das ist nur rund und glänzend. Wichtig ist hier auch hier die Sohle, die dicke Sohle, die macht die Boots aus. Das ist cool, die kann man noch betonen, genau. Und vielleicht noch die Dicke des Schafts. Und schon haben wir den ersten Fuß. Okay, das sitzt. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen einen Schatten vom Umhang hinten. Und da ist noch ein großer, der sich da wirft. Wie gesagt, je größer der Stoff, je größer der Faltenwurf, desto größer kann auch die Schattierung sein, die Strichführung, desto allgemeiner. Und hier mache ich auch das gleiche wie unten. Ich gehe dann mit dem universalen Schattenwurf vom Objekt oben und nicht vom Stoff selber. So, da kann ich hier auch ein bisschen frei sein. Diese verrissene Struktur hier ein bisschen betonen. So, genau. Und da haben wir auch noch einen großen Wurf. So. Und diesen Schatten können wir ein bisschen so einziehen, damit wir auch optisch wissen, wo der aufhört, ein bisschen betonen, damit wir nicht jedes Schattendetail hier wirklich auszeichnen müssen. So, genau, jetzt hier ist die Hand, die mache ich jetzt gerade noch fertig. Hier ist schön, da kann man schauen, wie sich da der Schatten legt. Und auch die Finger haben eine so Bewegung. Ja, ist okay. Gut. Okay, kommen wir zum letzten Teil, und zwar ist das der untere Fuß hier. Und ja, viel haben wir nicht mehr. Wichtig ist hier die Bewegung der ganzen Figur, das ist wunderbar, die machen wir so, zack. Dass das Ganze ein bisschen noch einen Tanz bekommt. Und hier können wir auch noch in die Bewegung rein, diesen Abschluss hier reinzeichnen, diese kleinen Löcher, diese Struktur des Stoffes. Und dann sehen wir hier ganz, ganz wenig noch ihren Stiefel. Ansonsten ist das ja verdeckt. Ich lasse das Ganze ein bisschen im groben Schatten verschwinden, damit das Auge noch ein bisschen was zu vervollständigen hat, damit es auch spannend bleibt hier. Wichtig ist hier, dass der Fuß gut abgeschlossen wird. Also das, was wirklich ins Licht kommt, so ungefähr, genau. Und auch hier ein bisschen betonen mit der dicken Sohle. Und ich zeichne auch da nicht alles, sondern ich lasse das Ganze ein bisschen so im skizzenhaften Endstadium. Genau. Einfach das werde ich noch ein bisschen betonen hier, dass man weiß, okay, dass der Stoff hier da ein bisschen rauskommt, so, und gut ist, genau. Also wichtig ist, dass man das hier sieht und dass das Ganze dann wieder in den Hintergrund sich verzieht. So, das ist so der allgemeine Aufbau. Fürs Erste, denke ich mal, ist das nicht schlecht, um euch zu zeigen, wie jetzt, solche Figuren aufgebaut werden, wie ich das jetzt machen würde für eine größere Vorzeichnung und auch um warm zu werden allgemein in der Zeichnung mit den Figuren, um sie besser kennenzulernen, wie die Strukturen sind, wo die Glanzpunkte sind, wie die Stoffe sind, wie sie fallen, wie sie haptisch dann zu verstehen sind und so weiter. Und in einem zweiten Schritt würde ich dann, wenn ich jetzt das Ganze besser, deutlicher zeichnen werden würde, hätte ich eine gute Ausgangslage, um daran weiterarbeiten zu können. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, einen Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, würde mir und dem Kanal wirklich sehr weiterhelfen. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Zeichnen, macht's gut, auf bald!